Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Norbert, du hast eine Hammer-Story für uns. Ja, da will ich ja mal hoffen. Der Rotfeuerfisch ist da durch die Decke gegangen. Obwohl, der Rotfeuerfisch ist durch den Daumen gegangen. Aber das war jetzt eine Detailfrage. Norbert, wir müssen jetzt aber keine Angst haben vor der Tigerpython hier, oder? Nee, die liegt ja hier ganz bequem bei mir. Die hat mich schon gerade ganz abgeschreckt. Hat festgestellt, den dicken Brocken schafft sie nicht. Das heißt also, die hat jetzt den Kopf scheinbar wie so ein Strauß im Sand gesteckt und kann das Elend nicht sehen. Das war aber scheinbar mal anders. Das war mal ganz anders gewesen. Damals, als ich noch jung und dynamisch war, da habe ich also regelmäßige Expeditionen in die Tropen gemacht. Wow. Und habe eigentlich hauptsächlich Fische gesucht. Aha. Natürlich andere Tiere, die wir gesehen haben, haben wir auch mitgenommen. Das war halt zu den Zeiten so, das war 77, 78 bis 80, bin ich in den Tropen gefahren. Und da hat man alles gesammelt, weil es gab dann noch keine Preislisten in der Form wie heute. Das heißt, wenn man dann im Urwald geht, dann kann man ein Fotoapparat nehmen und mit dokumentieren. Aber zu der Zeit hat so ein Fotoapparat, was heute so ein Handy ein paar Gramm wiegt, meine Ausrüstung hatte mindestens 10 Kilo. Da hat man natürlich nur wenig Fotos gemacht. Denn zu dem Zeitpunkt, als wir im Urwald waren, da hatten wir so 42 bis 45 Grad. Da war natürlich jedes Foto viel zu viel Arbeit. Das war nicht so einfach wie heutzutage mit so einer Handykamera. Aber so haben wir da Fische gefangen. Das war ganz schön spannend. Wo war das denn? In welchem Land war das denn? Dieses Foto war eine Aufnahme in Malaysia. Da haben wir Expeditionen gemacht und haben neue Fischarten gesucht. Aber wir hatten natürlich auch ein ganz anderes Problem. Wir hatten also immer das Problem, dass es Fische gab in den Gewässern, die noch nirgends beschrieben waren, die wir aber schon mal gelegentlich importiert hatten. Aber da kein Buch, keine Literatur darüber gab, gab es einfach das Problem, keiner wusste, wie die leben, was die fressen, wie man die halten kann. Also sind wir in der Tropen gewandert und haben also da gesucht. Haben natürlich auch Skorpione da gefangen, haben Spinnen gefangen, haben alles Mögliche gefangen. Und alles, was so spannend war, haben wir natürlich mitgenommen. Mhm. Und das Problem war einfach, ich wollte die Tiere ja mit nach Hause nehmen, aber die ortsansässigen Leute haben oft ganz andere Verwendung für die Tiere wie wir. Mhm. In Malaysia gibt es viele Dattelpalmenplantagen und die haben einfach das Problem, dass verschiedene Eichhörnchenarten da durchlaufen und die Datteln beschädigen. Ja. Aus dem Grund haben die Malaien in ihren Plantagen Kobras ausgesetzt. Jetzt habe ich eine tolle große Kobra gesehen und wollte die haben. Die ist ja ziemlich giftig. Da habe ich gesagt, oh, oh, ich hatte ja schon negative Erfahrungen mit giftigen Tieren. Hey, die Kobra, die will ich haben. Ja, die Fänger ganz beherzt hinter der Kobra her, durch den Wald gewetzt, haben das Tier gefangen. Als wir dann abends beim Lagerfeuer waren und waren da am Essen, da denke ich, was haben wir denn alles so kurze, runde Stücke da zum Essen? Da hat man mir offenbart, dass das die Kobra war. Die wollte ich doch haben, haben die gesagt. Und am nächsten Tag, als wir dann wieder durch den Urwald gingen, da habe ich ungefähr einen 3,5 Meter großen Netzpython gesehen. Also so groß wie dieser Tigerpython. Den habe ich euch hier mitgebracht, damit ihr überhaupt mal seht, wie groß 3,5 Meter ist und wie stark und kräftig so ein Tier ist. Das ist natürlich schon Hammer. Die sehe ich so in 1,5 Meter Höhe. Die guckte so interessiert wie sie jetzt, mal die Zunge raus und mal gucken, ob das schmeckt oder so. Und da dachte ich, da rufe ich jetzt mal nicht die Fänger, dass die fangen, dann haben wir die heute Abend wieder auf dem Grill. Die wollte ich ja mit nach Hause nehmen. Ganz beherzt, wie ich war, sofort hin, Eingriff und die Schlange gepackt. Eine Schlange hält man hier am Hals fest, so, dann kann sie einen schon mal nicht beißen, höchstens noch wickeln. Also ich hinterm Baum geschlichen und habe sie so gepackt und festgehalten. Ja. Die hat natürlich, Gott sei Dank tut die das jetzt nicht hier, sofort das Maul aufgerissen und wollte mich beißen. Damit hatte ich ja gar keine Chance mehr, die Schlange loszulassen. Ich musste die so festhalten, obwohl sie anfing zu pressen. Sie drückt jetzt hier auch schon. Man sieht, sie ist ein bisschen angespannt. Aber natürlich trotzdem ist unsere Schlange relaxed. Die ist ja in Menschenhand geboren und kennt den Umgang mit Menschen. Die tut uns ja nichts. Und da braucht man auch eigentlich gar keine Angst vor zu haben. Vor so einer Schlange in der Natur, in der Größenordnung, sollte man schon ein bisschen Acht geben. Man sagt so ab 3 Meter Schlangengröße, sollte man als erwachsener Mann keine Schlange mehr alleine händeln, sondern pro Meter nimmt man einen erwachsenen Mann. Also wären 3 bis 4 Leute fällig. Ich stehe da also vor dem Baum, die Schlange habe ich so in der Hand und die fängt jetzt auf einmal an,
von dem Baum runterzukommen und zu wickeln. Die dreht sich einfach um meinen Körper rum. Und da sie mir nicht beißen konnte, ich aber gegengehalten hat, hatte sie ja eine Stelle, wo sie gegenziehen konnte, wickelt sich drum und fängt an, stramm zu ziehen. Ja, jetzt habe ich natürlich Probleme gekriegt. Die zieht und zieht. Oh. Und ich kann den Kopf nicht loslassen, denn die würden mich ja beißen. Mhm. Unseren Schlangenbiss, der ist ja natürlich nicht von schlechten Eltern. Ja. Der tut schon ganz schön weh und der blutet auch. Die Schlangen haben also einen Kiefer. Und wenn die reinbeißen und festziehen, damit sie anschließend wickeln können, reißen die da dran und die reißen einen den ganzen Arm blutig und zerreißen einen das Gewebe. Ja. Also war für mich ganz klar, ich halte den Kopf fest, ich lasse nicht los, lass die mal wickeln, in der Hoffnung, dass die 3,5 Meter nicht reichen für 3 Runden, um mich platt zu machen. Aber so eine festgewickelte Schlange, das ist nicht wie ein Seil, was man mal eben abwickelt und irgendwie in den Sack steckt, sondern da ist Macht. Man sollte also wissen, dass so eine 6 Meter lange Python, wenn die einen um den Bauch wickelt, hat die auf 1 Quadratmeter einen Anpressdruck von 7,5 Tonnen. Das heißt, sie haben gar keine Chance. Oder hebt einer von euch einen 7,5-Tonner hoch, der kann sich mal bei mir melden, dann gucken wir uns die Nummer mal an. Ich habe das noch nie ausprobiert, aber ich würde mir das zutrauen. Ja, du bist ja ein junger, dynamischer Praktikant. Wir haben ja schon ganz viele Erfolge von dir hier erleben dürfen. Da glaube ich auch, dass du am Schlangenschwanz schaffst, den so ein bisschen zu bewegen. Wir waren mit 10 Mann im Urwald und nach kurzer Zeit haben alle mit mir gekämpft. Ich stehe da immer noch, halt den Kopf. Die wickelt und lässt mich nicht los. Mit einer Umdrehung war sie auch noch im Baum. Das heißt, ich war quasi am Baum gefesselt. Ich hatte gar keine Chance, da aus dieser Zaubernummer rauszukommen. Aber dann, gefühlt, 3 Tage haben wir gekämpft. Ich nur die Schlange festgehalten, die Schlange gewickelt. Und die 10 eingeborenen Maleien waren am Kämpfen, die Schlangen loszukriegen. Dann haben wir es endlich geschafft. Die Schlange war ganz abgewickelt, hat sich dann noch bei einigen mal um Bein oder um Arm gewickelt und haben die langsam in den Sack reingewickelt. Und dann hatte ich nur noch den Kopf nach ganz unten in den Sack, oben drüber den Sack zu, die Hand rausgezogen. Da war dann dunkel, da konnte sie uns dann gar nicht mehr sehen. War sie super stinkig in den Sack. Wir haben aber den Sack zugewickelt und haben sie dann mitgenommen. Das Problem natürlich ist, wir waren in Malaysia und unsere Fangstation, die war in Singapur. Und wir mussten natürlich über die Verbindungsbrücke von Malaysia nach Singapur. Da ist natürlich eine Grenzkontrolle und nach Singapur darf man überhaupt keine gefährlichen Tiere reinschleppen. Das heißt, wir sind hingegangen, haben den Reservereifen rausgenommen, haben in dem Loch, wo das Reserverad war, die Schlange reingepackt. Die war ja im Sack, die lag dann ganz ruhig. Mhm. Haben den Deckel so halb weggenommen, haben das ein bisschen unterfüttert, dass wir die Schlange nicht quetschten und haben den Reservereifen da so drüber gelegt, dass es eigentlich aussah, das war der Reservereifen und nicht die Schlange drunter. Du warst quasi Tierschmuggler. Ja, sagen wir mal so, wir haben also einen Standortwechsel gemacht, der ja dann wieder für zu Hause legal war. Aber Singapur wollte natürlich keine gefährlichen Tiere drin haben. Ja. Die wollten nicht, dass wir die mitbringen. Als sie aber später im Karton war, auf Rückreise und in Deutschland eingeführt, die haben wir natürlich ganz legal eingeführt. Damals durfte man sowas noch fangen und importieren. Da war das wieder legal. Nur dieser Grenzübertritt, das möchten die Singapuraner nicht. Die sind da in manchen Sachen schon ziemlich pingelig. Da habe ich also mehrere solche Sachen am Zoll oder am Grenzübergang erlebt. Auf alle Fälle, wir an den Zoll und die filzen uns. Wir haben natürlich den ganzen Kofferraum voll Tiere gehabt. Die haben da alles durchgewühlt, die ganzen Tüten, die ganzen Säcke. Als sie die ersten kleinen Schlangen gesehen haben, haben die schon Abstand genommen. Da mussten wir so einiges ausräumen. Standen dann 2 Mann mit Maschinenpistole, haben aufgepasst, was wir aus dem Kofferraum holen. Und als wir dann anfingen, die Tiere alle auszupacken und haben die auf die Erde gelegt und so, da wurde halt also den Zöllnern alles so ein bisschen unheimlich. Und so bei halber Strecke auspacken, haben sie gesagt, wisst ihr was, packt mal wieder ein und fahrt weiter. Ja, wir waren schweißgebadet an ihrer Grenze. Wir hatten auch noch Skorpione gefangen. Das geht natürlich in Singapur gar nicht. Mhm. Und die Skorpione haben wir alle in ganz kleine Säckchen reingepackt. Ja. Und da die ja nicht nach Singapur rein dürfen, früher hatte ja noch ein Auto eine richtige Stoßstange. Und da haben wir diese kleinen Beutelchen
alle in die Stoßstange reingelegt und da drin festgeklebt. Das heißt, die ganze Stoßstange vorne und hinten war ganz voll hochgiftiger Skorpione. Die haben wir damals dann auch mitgenommen und sind dann nach Singapur reingefahren. Und was war das für ein Auto, was ihr da gefahren seid? Ja, da war nicht so ein riesen Geländewagen, wie du dir den jetzt vielleicht vorstellst. Das war so ein Ford Taunus 17M. Vielleicht kannst du den ja mal eben einblenden im Bild, damit ihr überhaupt sehen könnt, was das für ein Wagen war. Der ging natürlich nicht durch die Urlaubswege. Das war überhaupt nicht möglich. Sondern wir sind so lange Straße und Feldweg gefahren, wie man mit dem Auto kommen konnte. Und da hatten wir dann eben 10 Crossmaschinen, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und damit sind wir dann durch den Urwald gebrettert. Das Lustige an der Sache war, wir mussten halt ja alles wieder so raustragen. Und einer hatte die 15 Kilo schwere Schlange auf dem Rücken im Rucksack. Und das mit dem Crossmotorrad. Das war also eine herausragende Leistung, was er da gemacht hat. Der war so was von Schweiß gebadet. Fast so wie ich, nachdem ich sie gefangen hatte. Norbert, und das war alles legal? Naja, sagen wir mal so. Wenn das nicht ganz legal war, ist das auch schon lange verjährt. Aber damals war das so üblich. Wie will man denn an solche Tiere kommen? Es gab damals diese ganzen Importabwicklungen nicht, diese ganzen Genehmigungen, diese ganzen Gesetze. Eigentlich hat man solche Tiere gefangen und mitgenommen. Und es war auch kein Problem, die zu fangen und mitzunehmen. Nur in Singapur im Land hat man gesagt, wir möchten im Land keine gefährlichen Tiere. Das heißt, du hattest hochgiftige Tiere dabei, eine giftige Schlange unterm Auto im Reserverad. Die ist also nicht giftig, sondern ist nur eine Würgeschlange. Okay. Die macht einen nur so tot. Und diese Schlange habe ich dann natürlich noch mit nach Hause genommen. Und als Erinnerung habe ich die noch ganz, ganz viele Jahre in meinem Terrarium gehalten und gepflegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein Terrarium gehabt, ich habe die Tür immer nur aufgemacht, ich habe Futter reingetan. Damals haben wir noch lebend gefüttert, das heißt also ein Kaninchen oder eine große Ratte reingetan. Aber nur Tür ein bisschen auf, Schlange, Futtertier rein, Tür wieder zu. Aber die Schlange habe ich nie mehr im Leben auf den Arm genommen. Also so viel Respekt hatte ich dann schon. Also die Show, die mit mir gemacht hat, das hat mir gereicht. Das möchte ich auch nicht normal haben. Ah, Norbert, heute wird das aber alles nicht mehr so legal, oder? Heute geht das gar nicht. Heute sind auch diese Python, die dort die Einwohner in der Pfanne gehauen haben oder im Kochtopf, die stehen heute streng unter Schutz. Jedes Tier muss angemeldet werden und Tiere der Natur entnehmen darf man sowieso nicht. Es gibt ein paar Stellen, wo man das darf, da müsste man aber die Lizenz haben. Aber bei Riesenschlangen gibt es überhaupt keine Möglichkeit, die selber zu nehmen. Also jetzt nicht morgen Ticket holen im Urwald und Schlangen fangen, das ist verboten, steht ganz hoch unter Strafe. Norbert, man muss sich ja quasi beim Rotfeuerfisch bedanken und bei der Netzpython bedanken, dass sie dich bis heute hier haben sitzen lassen, damit du uns diese Geschichte erzählen kannst. Da waren noch einige andere, aber das erzähle ich dann mal später. Ich gehe jetzt. Leute, wenn ihr die Storys hören wollt, schreibt sie unten in die Kommentare. Norbert, danke! Tschüss. Gerne. Und tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ganz schön beeindruckendes Tier hier, diese Tigerpython. Falls ihr noch weitere Fragen habt zur Tigerpython, bleibt einfach dran. Denn nächste Woche Samstag um 8 Uhr machen wir noch eine Spezialfolge zu dem Tier, wo wir alle Fragen klären, wie wir das sonst so machen. Nicht vergessen, hier auf Instagram, da findet ihr hinter den Kulissen Material, wer da noch mehr erfahren möchte. Hier unten seht ihr den Abo-Button, auf jeden Fall auch die Klingel anmachen, dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Und die letzten beiden Videos hier waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Hier seht ihr nochmal das Rotfeuerfisch-Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und hier ein weiteres Thema aus der Terroristik. Macht's gut, bis nächste Woche Samstag. Tschüss!